Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Familienfest der SPD. Wir sind heute hier vor Ort beim Werkzeugmuseum und ich habe hier den Sven Wolf und den Antonio Scarpino. Sven, wenn ich dir anfangen darf, schönen guten Morgen erstmal. Wie wichtig ist so ein Familienfest für euch als SPD? Also wir machen ja während der Sommerpause immer wieder so Veranstaltungen. Unser Familienfest hat auch schon eine lange Tradition. Wir haben das früher immer am Stadtpark gemacht, dann haben wir es mal in der Innenstadt gemacht und jetzt touren wir so ein bisschen durch Remscheid und versuchen natürlich auch mit dem Fest bestimmte Einrichtungen zu unterstützen und ein bisschen zu beleben. Und auch die Bürger zu erreichen. Das auf jeden Fall. Wir wollen auch diskutieren, es soll ein bisschen Spaß machen, aber wir haben das den ganzen Tag über interessante Gäste eingeladen, die auf der Bühne diskutieren unter dem Motto Stille Helden. Im Wesentlichen Ehrenamtler, die sich in verschiedenen Vereinen in Remscheid engagieren für unsere Stadt. Genau, das ist ganz, ganz wichtig und Antonio, natürlich immer wie jedes Jahr einiges an Arbeit für dich und deine Leute. Was alles wird heute hier geboten? Wir haben eigentlich ein bisschen was von allem. Wir haben Kaffee und Kuchen, wir haben Grill, wir haben Kinderaktionen wie das Dosenwerfen, wir haben Wasserbau im Park, wir haben eine Schatzsuche im Park, wir haben Kindertheater, wir haben eine Hüpfburg, wir haben Weinstand, Getränke, also wir haben die beiden Häuser, die geöffnet haben, das Haus Kleff, wo der Förderkreis Führungen anbietet. Wir haben das Museum, wo das allein an sich schon wirkt und wo noch eine Ausstellung ist auf gut Deutsch. Wir haben ein bisschen was von allem und auch noch die Sonne dabei. Genau, die Sonne ist ganz, ganz wichtig. Wie ist die Interaktion oder wie wichtig ist diese Interaktion mit dem Bürger, die man bei so einem Fest haben kann? Also man kann unheimlich viele Gespräche führen. Das ist das Schöne und auch mal in einer lockeren Atmosphäre. Deswegen sind auch alle, die irgendwie in der Remscheider SPD engagiert sind, die irgendein Mandat haben, ob jetzt in der Bezirksvertretung oder im Rat oder im Landtag, sind halt alle hier, um einfach ins direkte Gespräch zu kommen. Klar, die Leute sagen Hallo, man kommuniziert so ein bisschen. Gibt es auch so Sorgen, die Leute an dich herantragen? Ja, immer mal wieder. Also das ist klar. Also heute habe ich Gott sei Dank noch keine gehört, hat sich noch keiner irgendwie beschwert. Aber das ist halt wichtig für uns, dass wir immer ein offenes Ohr haben und uns um die Anliegen der Remscheiderinnen und Remscheider kümmern. Ein Thema muss ich leider ansprechen. Das war diese Geschichte mit dem Plakat, die entstanden ist, wo es ja Kritik von der CDU gab. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Ja, ich war etwas überrascht, dass das Thema ein Problem gibt, weil wir hatten Plakatflächen im Bus gebucht. Das haben wir dieses Jahr schon häufiger gemacht, weil wir als SPD jedes Jahr 4 bis 5 kulturelle Veranstaltungen haben, Ausstellungen von Hobbykünstlern, die zum ersten Mal sich überlegen, selbst eine Ausstellung zu machen. Es waren also keine politischen Plakate. Ich hatte angefragt, ob es auch für das Familienfest möglich wäre. Das Fest ist ja bis auf eine halbe Stunde komplett politikfrei. Und es ist ja auch kein politisches Fest, sondern ein Fest für die Bürgerschaft von der SPD aus. Man hätte das Ganze, wenn es um die Sache gegangen wäre, auch ein bisschen niedriger hängen können, also durch ein Telefonat. Der Wunsch, damit in die Zeitung zu kommen, war wohl größer. Ich stelle jetzt fest, wenn ich mich umgucke, es hat uns selber nicht geschadet, weil das Fest ist weitaus besser besucht, als wir das erhofft haben. Ich hoffe nur, dass wir auch genug eingekauft haben. Das ist dann immer das Thema, ne? Auch bei gutem Wetter kommen dann mehr Leute. Kann man das auf dem kurzen Weg dann politisch im Nachhinein dann nochmal klären? Also ich denke schon, wir haben zwischen den Fraktionen und zwischen den Parteivorsitzenden in Remscheid ja eigentlich ein gutes Verhältnis, sodass man das eigentlich auch hätte einfach mal mit einem Anruf klären können. Jens Nettikofen und ich, wir kennen uns, wir treffen uns immer mal wieder und laufen uns auch immer wieder über den Weg. Das hätte man einfach mal klären können. Dankeschön euch beiden für dieses Gespräch. Also das Familienfest der SPD hier heute am Sonntag beim Werkzeugmuseum. Wieder mal ein toller Erfolg.